Ich habe drei wunderbare Gäste. Zwei von ihnen waren auch schon mal hier bei uns. Einmal die Ricarda Lang von den Grünen, Matthias Mirsch von der SPD und Konrad Stockmeier von der FDP. Ich begrüße Sie alle drei. Zwei sind zugeschaltet aus Berlin. Die haben jede Menge zu tun in Berlin. Herr Stockmeier ist hier mit mir im Studio, was immer angenehmer ist, wenn man auch einen echten Menschen mit dabei hat. Aber ich bin trotzdem genauso froh, dass die beiden anderen sich zugeschaltet haben. Wir haben, bevor wir loslegen, uns zwei Fragen überlegt, bei denen wir bitten Sie um Mithilfe und darum, diese Fragen zu beantworten. Bei der ersten Frage geht es um die Energiepolitik. Ich würde Sie also bitten, an dieser Umfrage teilzunehmen. Sie haben mit Sicherheit alle schon Erfahrung mit Slido gemacht. Das ist dieses Tool, mit dem Sie uns auch Fragen reinschicken können, die ich dann quasi zur Co-Moderation mit reinnehme. Die erste Frage ist, wie finden Sie die Energiepolitik der Ampel? So mittel, eher schlecht oder gut? Wir warten jetzt noch einen kleinen Augenblick, bis ich das Okay von der Regie bekomme. Aber es zeichnet sich schon ziemlich deutlich ein Trend ab. Mittel 57%, also die deutliche Mehrheit. Eine Menge, 77, sehen Sie, das variiert noch, weil jede Menge an Antworten hoch und rein kommen. Aber der Trend ist schon ziemlich klar. Jetzt ist der Trend ganz weg. Aber das, was wir eben sehen konnten, da, Mittel. Also nicht so richtig gut, nicht so richtig schlecht. Das ist ja schon mal eine Aussage, mit der wir gleich dann bei unserer Diskussion durchaus arbeiten können. Wir haben noch eine zweite Frage, bei der geht es nicht um die Klimapolitik, sondern es geht um die Energiepolitik. Und nicht um die Energiepolitik, sondern um die Klimapolitik. Es ist doch noch recht früh am Morgen, wobei so früh ist es nicht mehr. Aber sagen Sie mir, wie Sie die Klimapolitik der Ampel finden. Hat die Ampel in der Klimapolitik genug Ehrgeiz? Und zwar wollen wir da von Ihnen wissen, ja oder nein? Naja, und wenn ich da auf die Ergebnisse schaue, die jetzt gerade reinlaufen, vielleicht können wir die auch einmal auf den Monitor nehmen, dann ist da ziemlich klar, dass das Nein deutlich überwiegt. Ich muss dazu sagen, das ist keine repräsentative Umfrage. Repräsentativ wird das Ganze, wenn man mindestens 1000 Leute hat. So viele haben noch nicht teilgenommen. Es ist so ein bisschen so ein Trend von das ist die Einschätzung der Zuschauerinnen und der Zuschauer, die hier an diesem Panel teilnehmen. Also Energiepolitik ambivalent. Klimapolitik nicht so dolle. Dann wende ich mich jetzt gleich mal zu Ricarda Lang. Ricarda Lang, was machen Sie damit, mit diesem Ergebnis? Ist das auch das, was Sie von Ihren Wählerinnen und Wählern oder wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürgern reden, so gespiegelt kriegen? Erstmal, ich freue mich sehr, hier zu sein, wenn auch nur digital zugeschaltet. Und naja, gerade das Ergebnis mit der Energiepolitik macht ja erstmal Sinn und ist relativ nachvollziehbar. Denn es ist ja ein gemischtes Gefühl, mit dem wir da, glaube ich, gerade alle rangehen. Wenn ich überlege, mit welchem Gefühl wir als Grüne in diese Bundesregierung eingetreten sind. Ein Gefühl von nach 16 Jahren Opposition können wir all das, was wir nur gefordert haben, was wir in Oppositionsanträgen aufgeschrieben haben, all das können wir jetzt endlich in die Realität umsetzen. Und das galt natürlich in ganz besonderem Maße bei der Energie- und der Klimapolitik. Und jetzt bauen wir LNG-Terminals und machen Energieverträge mit Katar. Und das ist natürlich ein Gefühl von, naja, das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und wahrscheinlich geht es auch vielen Bürgerinnen und Bürgern so. Und gleichzeitig macht man ja Politik nicht für die Realität, die man sich selbst vor einem Jahr vorgestellt hat, auch nicht für die, die man sich gewünscht hat, sondern für die, die da ist. Und was wir jetzt aber hinbekommen müssen, ich glaube, was die grüne Politik, aber auch die Ampelpolitik als Ganzes aufmachen muss, ist ein Pragmatismus in der Gegenwart, weil ja, wir müssen schwierige Schritte gehen, um jetzt eine Energieversorgung für den Winter, auch für das nächste Jahr sicherzustellen, aber den Plan dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, wenn wir LNG-Terminals bauen, dann will ich nicht, dass die erst 2024 umgerüstet werden auf Wasserstoff, sondern bis 2030. Wenn wir jetzt gerade stärker wieder auf Kohle setzen, müssen wir dafür sorgen, dass den Kohleausstieg nicht nur in Westdeutschland, sondern Gesamtdeutschland 2030 gibt. Und vor allem müssen wir natürlich dieses Riesenprojekt, den Ausbau der erneuerbaren Energien, das wird am Ende der Dreh- und Angelpunkt sein, so schnell werden, dass wir die Klimaziele einhalten können, dass wir in 2035 sagen können, ja, wir haben 100% erneuerbaren Strom. Matthias Mirsch, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist Ihre erste Reaktion auf diese kleine, nicht repräsentative Umfrage, die Sie gerade gesehen haben? Ist das auch das, wie Sie das so einschätzen würden, was Sie machen? Energiepolitik, Mittel, Klimapolitik nicht so dolle?
Naja, die Frage ist eben immer, in welchem Forum befinde ich mich gerade. Mhm. Und deswegen bin ich auch ehrlicherweise bei solchen Umfragen immer ein bisschen skeptisch. Ich habe das die letzten Jahre ja immer erlebt, wenn man beispielsweise vor ein paar tausend Leuten in der Lausitz ausgepfiffen worden ist, weil sie nicht verstanden haben, dass es einen Kohleausstieg gibt. Und zwei Wochen später dann bei einer Veranstaltung von Greenpeace genauso. Das ist eben nicht Gesellschaft, die zunehmend allerdings polarisierend ist. Deswegen glaube ich, muss sich Politik trotzdem solche Urteile gefallen lassen. Aber ich weise immer wieder gerade darauf hin und auch gerade in diesen Zeiten erleben wir, dass Energiepolitik natürlich ganz eng mit wirtschaftspolitischen Fragen, aber auch mit sozialpolitischen Fragen zusammenhängt. Ich habe viele Debatten in den letzten Jahren gehabt, wo der CO2-Preis gar nicht hoch genug sein konnte. Jetzt sehen wir, was hohe Energiepreise an Ängsten auslösen können. Und deswegen knüpfe ich völlig bei Ricarda Lang an und bin auch wieder gut motiviert nach ein paar Koalitionsverhandlungsrunden in Niedersachsen, wo Rot-Grün jetzt wirklich gerade auch den Ausbau der erneuerbaren Energien ins Zentrum gestellt hat. Das ist der Schlüssel. Da haben wir mit dem Sommerpaket eine Menge erreicht, was uns mit der CDU-CSU in dieser großen Koalition nicht gelungen ist. Beispielsweise, dass wir endlich gesagt haben, der Ausbau der Erneuerbaren steht im überragenden öffentlichen Interesse. Wenn das jetzt umgesetzt wird, das hat auch Konsequenzen für viele einzelne Interessen, die beispielsweise gegen Windkraft etc. zu Felde ziehen. Aber wenn wir das umsetzen, ist das ein Riesenschritt. Wenn wir gleichermaßen das Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter beschleunigen, wie wir es vorhaben, dann glaube ich, legen wir hier wirklich die Grundweichen. Aber dennoch müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass all unsere Bemühungen auch international gesehen nicht ausreichen, um das 2- bzw. 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und daran müssen wir uns messen lassen. Deswegen bin ich immer noch stolz, dass es uns gelungen ist, in dieser großen Koalition ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen und zu beschließen. Und wir sehen jetzt, dass vor allen Dingen im Verkehrsbereich massive Defizite vorhanden sind. Und das ist unsere Aufgabe. Allerdings, jede Maßnahme dort wird auch wieder gesellschaftspolitische Diskussionen auslösen. Und das ist Realität. Deswegen finde ich dieses Ergebnis völlig erstmal in Ordnung. Und es ist Ansporn davon, dass wir in der Ampel noch besser werden. Denn wir haben ja noch 3 Jahre. Noch besser haben Sie schön formuliert. Das ist ein schönes Framing. Ich würde auf das Klimaschutzgesetz und das Sofortprogramm gleich gerne noch mal zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch eine Nachfrage. Wenn ich Sie so richtig verstehe, dann ist eigentlich die Basis Ihrer Aussage, so richtig recht kann man es keinem machen. Und wenn man irgendwie in der Mitte sitzt und alle einen so ein bisschen bemäkeln, dann ist das irgendwie schon ganz richtig? Also ich glaube, dass unsere Zeit generell, das ist nicht nur Klimaschutz, sondern wir erleben das auch bei den anderen Krisen, dass unsere Zeit von einer starken Polarisierung gekennzeichnet ist. Und häufig wird mir in Talkshow-Formaten und Diskussionsformaten von Schwarz-Weiß gesprochen. So ist gesellschaftspolitische Realität nie. Das ist vielleicht auch ein Problem der Sozialdemokratie, weil wir ein bisschen manchmal sowohl als auch sind, weil wir die verschiedenen Blöcke auch innerhalb einer Gesellschaft verbinden wollen. Das ist der Solidaritätsgedanke. Der ist nicht unbedingt sexy, auch nicht immer Talkshow geeignet, weil er nicht zuspitzt. Aber Gesellschaft funktioniert meines Erachtens nur, indem wir Empathie für die jeweils andere Seite, die Ängste hat, die vielleicht aber auch blockieren will, aufbringen und dann tatsächlich tragfähige Lösungen in der Politik entwickeln. Das ist immer damit verbunden, dass ich Brücken bauen muss zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen, die diese Gesellschaft beinhaltet. Herr Stockmeier, schön, dass Sie hier mit mir im Studio sind, mir Gesellschaft leisten. Wie ist Ihre Reaktion auf diese Umfrage? Was sagen Sie dazu? Ich glaube, wenn man die Umfrage noch um Fragestellungen erweitern würde, was die Leute zurzeit umtreibt, was ihnen große Sorgen bereitet, dann würden wir sehen, dass Klima- und Energiepolitik zwar in diesem Ranking auch auftauchen, aber eben nur 2 von vielen Themen sind. Die Menschen werden umgetrieben von generell hoher Inflation, von Sorgen um den Arbeitsplatz, von Sorgen darum, wie sie die Energie- und Wärmerechnung noch bezahlen sollen. Das heißt, dass gerade für Klimaschutz und Energiepolitik es in diesen Zeiten eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, Menschen bei diesen beiden Themen überhaupt mitzunehmen, um die vom Kollegen Mirsch angesprochene Polarisierung der Gesellschaft zu überwinden. Das heißt, dass sich Klimaschutzpolitik auch in einen gesamtpolitischen Rahmen einordnen muss, um möglichst viel Zustimmung zu erfahren, um möglichst viel demokratische Unterstützung zu erfahren. Das ist die ganz große Herausforderung, aus der heraus wir auch Klimaschutzpolitik
in diesen Zeiten nicht als isoliertes Politikfeld betrachten können, sondern sie einbetten müssen in eine wirtschaftspolitische Strategie, die beides ermöglicht, Wohlstand zu sichern, Wohlstand auch zu mehren und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen und angemessen auf ihn zu reagieren. In gewisser Weise sind Sie sich da ja mit Herrn Mirsch, auch wenn Sie es ein bisschen anders formuliert haben, schon einig, wenn die Leute das nicht mehr mittragen, den Klimaschutz zu teuer oder zu unbequem oder unpassend finden, dann kann Politik da nicht mehr viel machen. Auf der anderen Seite sind wir ja in einer Realität, wo wir wissen, Ricarda Lang oder Matthias Mirsch, einer von beiden hat es gesagt, wenn wir uns an der Realität messen, also am CO2-Ausstoß, dann reicht das nicht. Wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um? Mit diesem Zwiespalt müssen wir so umgehen, dass wir den Menschen ganz klar kommunizieren, welche Anforderungen auf uns zukommen. Für mich als Politiker ist es ganz wichtig dabei, nicht nur Ängste zu schüren, weil wir Ängste in einem Ausmaß schüren können, dass Menschen nur noch demotiviert sind und dann den Eindruck gewinnen, jede Anstrengung, die ich unternehme, reicht sowieso nicht. Da müssen wir dagegen anarbeiten, da müssen wir andere Rezepte ergreifen. Also beispielsweise mit einer ganzen Vielfalt von Technologien, mit dem Abbau von Bürokratie für Innovationen das Ganze anschieben. Der Politik steht es immer gut zu Gesicht, auch über ihren eigenen Bereich hinaus zu gucken. Ich bin sehr viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern im Gespräch, oft mit kleinen Mittelständlern, die an kleinen technologischen Schrauben drehen, die, wenn man sie hochskaliert, wirklich viel, viel bewirken können. Also wir müssen das Ganze auch positiv besetzen und durchaus, wie die Amerikaner sagen, in einem wohlverstandenen Sinne als Big Business darstellen. Das ist ja in gewisser Weise ein bisschen das Mantra der FDP, so zumindest wie ich es verstehe, in den letzten Monaten oder Jahren zu sagen, wir schaffen das mit Technologie. Die Kritik daran direkt ist, naja, Technologie allein hat es in der Vergangenheit nicht gelöst. Wieso sollten wir daran glauben, dass das reicht für die Zukunft? Ich glaube, Technologie hat in der Vergangenheit wahnsinnig viel gelöst. Meine Gegenfrage wäre sozusagen, wann hat je Nicht-Technologie irgendein Problem gelöst? Ja, sie hat auch haben auch Probleme geschaffen. Also die Verbrennung des Kohlekraftwerkes hat dazu geführt, dass die CO2-Ausstöße nach oben gegangen sind. Selbstverständlich. Aber deswegen befinden wir uns ja quasi in einem Zeitablauf der Technologiegeschichte, wo Ingenieurinnen und Entwickler immer wieder auf neue Herausforderungen reagiert haben. Es ist ja so, dass gerade die Krisenphänomene unserer Zeit auch die Kreativität von Menschen entfachen. Und um jetzt den Begriff der Technologie ein bisschen runterzubrechen, in unser aller Alltagsleben ist es ja auch so, dass wir als ganz normale Verbraucherinnen und Verbraucher dann immer wieder auf neue Lösungen, neue Produkte, neue Verpackungen, neue Arten des Einkaufens stoßen, wo wir alle unseren Beitrag leisten können, damit wir gegen den Klimawandel angehen. Also es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten und wir müssen Menschen motivieren, dabei nicht zu verzagen, sondern mitzumachen. Lassen Sie es uns mal konkret machen. Das, was konkret diese Woche bekannt geworden ist, Matthias Mirsch hat es in einer gewissen Form schon angesprochen, ist, dass wir ein Klimaschutzgesetz haben und die Bundesregierung deswegen verpflichtet ist, bestimmte Klimaschutzziele einzuhalten. Und offensichtlich klar ist, dass das gerade im Bereich Verkehr und auch bei den Gebäuden nicht wirklich klappen wird. Jetzt ist deswegen dieses Klimaschutz-Sofortprogramm so, dass die Bundesregierung sagt, naja, wir werden dann im Frühjahr beim Verkehr und möglicherweise auch bei den Gebäuden nochmal nachbessern. Verkehr ist ein FDP-Bereich. Wieso klappt das da mit der Technologie nicht? Verkehr ist kein FDP-Bereich. Verkehr ist, naja, ein, es ist ein FDP-Minister, ist ein Riesenthema für die ganze Bevölkerung. Und wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen sektorübergreifend über mehrere Jahre hinweg zu evaluieren und sektorübergreifend auf Gleis zu setzen. Das heißt, von diesen starren planwirtschaftlichen Sektorvorgaben müssen wir sowieso wegkommen, weil wir Freie Demokraten ein System für wesentlich sinnvoller halten, in dem CO2 dort eingespart wird, wo es am effizientesten möglich ist. Das heißt, unter Umständen ist es ja so, dass Sie die letzte Tonne CO2-Einsparung im Verkehrssektor nur zu einem ungleich höheren Preis realisieren können als in einem anderen Sektor. Deswegen warne ich vor solchen starren Betrachtungen. Lassen Sie mich die beiden anderen mal mit reinnehmen. Bisher haben wir ja noch ein Klima... Ich sehe Sie lächeln. Wir haben ja noch ein Klimaschutzgesetz, was sagt, jeder Sektor muss sein Ziel erreichen. Und es gibt einen Expertenrat, der hat gemessen und hat gesagt, bestimmte Sektoren erreichen ihr Ziel und manche anderen tun es nicht. Es tut vor allem der Verkehr eben nicht.
Ist das eine Idee zu sagen, naja, dann muss der Energiesektor, also die Kraftwerke müssen mehr einsparen, weil es der Verkehr nicht leistet? Und das in der Situation, wo wir ja wissen, dass wir auch im Energiesektor im nächsten Jahr massiv viel mehr Emissionen haben werden, als wir eigentlich gewollt haben. Erst Matthias Mirsch und dann Ricarda Lang. Also erstens finde ich das natürlich alles legitim, wie ein freier Demokrat argumentiert, und den Kollegen Stockmeier schätze ich außerordentlich. Aber die planwirtschaftlichen Vorwürfe des Klimaschutzgesetzes, die habe ich auch schon immer in der Großen Koalition von CDU, CSU gehört und bin gerade deswegen stolz, dass wir hier mal ein Gesetz mit absoluten Zähnen auf den Weg gebracht haben, die auch zeigen, wo wir eben massiven Nachsteuerungsbedarf haben. Und nun ist das nicht ein FDP-Problem, weil die FDP das Verkehrsministerium hat, sondern es ist ein Problem in der Bundesrepublik Deutschland und auch darüber hinaus, dass wir im Verkehrssektor noch viel zu viel emittieren. Und mit Sicherheit werden wir jetzt nicht dem Gesetz die Zähne ziehen, was ja auch immer wieder in der politischen Debatte ist, sondern der Druck muss massiv auf diesem Kessel bleiben. Ich bin bei dem Kollegen Stockmeier, dass man überlegen muss, wo kann man auch durch Technologieoffenheit, neue Forschung und was weiß ich auch weiterkommen. Aber klar ist, dass wir im Verkehrssektor ein riesiges Problem haben. Das, was wir jetzt gerade beim 9-Euro- und 49-Euro-Ticket erleben, ist für mich zumindest ein gesellschaftspolitischer, ganz zentraler Punkt, wo wir sagen, wie können wir eigentlich auch Verkehrssysteme verändern durch Anreize und. Da haben wir, finde ich, als Ampel einen guten Schritt gemacht. Leider werden wir uns, aber auch das ist ein Symbolthema, ich will es trotzdem hier ansprechen, dass wir angesichts dieser Zahlen nicht in der Lage sind, gesellschaftspolitisch uns auf ein Tempolimit zu verständigen, ist, finde ich, tragisch, würde aber, ohne dass wir jetzt gerade die Gesellschaft in Sack und Asche treten, schon zu einer Minderung beitragen. Und darüber hinaus muss es natürlich darum gehen, dass wir uns die Frage stellen, wie sieht Mobilität der Zukunft aus? Da bin ich dabei, dass wenn wir belastbare Lösungen präsentieren, möglicherweise auch perspektivisch das in die Berechnung des Klimaschutzgesetzes einfließen lassen können. Aber ich habe die letzten Jahre immer so erlebt, dass häufig etwas versprochen wurde und damit ungedeckte Schecks in der Zukunft ausgestellt werden. Und das darf dieses Klimaschutzgesetz gerade nicht zulassen. Und deswegen müssen wir hier, finde ich jedenfalls, mit der Regierung in den nächsten Monaten über diese Lücke reden. Und einfach so das zu verschieben, weil irgendwann könnte mal was kommen, reicht mir nicht. Im Moment, Ricarda Lang, vielleicht darf ich das als Zwischenfrage, die Sie dann mit beantworten, noch an Sie stellen. Scheint es ja aber so, dass das Wirtschafts- und Klimaministerium durchaus überlegt, das Sofortprogramm wird verabschiedet und es gibt eine Überlegung, tatsächlich das Gesetz dann zum Frühjahr zu verändern, sodass die einzelnen Sektoren dann nicht mehr zielgenau liefern müssen, weil sie es schlicht und einfach nicht tun. Ich würde zwei Sätze einmal ganz kurz vorausschicken, bevor ich zu den Klimaschutz-Sofortprogramm komme, weil ich das eigentlich gerade eine sehr spannende Debatte fand, die wir im Vorhinein auch hatten, über diese Frage gesellschaftliche Mehrheiten, wie nimmt man eigentlich die Gesellschaft mit? Weil erstmal stimme ich meinen beiden Vorrednern zu, immer im Grundsatz würde ich das auch sagen. Geht es natürlich darum, Brücken zu bauen? Geht es darum, verschiedene Interessenskonflikte miteinander in Einklang zu bringen und daraus gute Politik zu machen? Und das ist was, das kenne ich aus anderen Politikbereichen, denen ich viel arbeite, Sozialpolitik, Mindestlohn, Gleichberechtigungsfragen. Ein bisschen diese Vorstellung von dicke Bretter bohrt man langsam durch und dann Schritt für Schritt. Das Problem ist, dass wir natürlich in der Klimapolitik immer einen Faktor haben, der eben nicht funktioniert wie in den anderen Bereichen. Und das ist der Zeitfaktor. Also dass dieses, wir kommen langsam Schritt für Schritt voran und gewinnen die noch natürlich so nicht aufgeht, weil die Zeitfrage darüber entscheidet, wie einschneidend und damit eigentlich auch, wie hart für die Gesellschaft zu tragen, in Zukunft Maßnahmen sein werden. Das heißt, wenn wir jetzt zurückschauen, natürlich hätten wir bestimmte Maßnahmen, wie wir heute reden, vor 5 oder vor 10 Jahren bereits gemacht, wären sie sehr viel weniger invasiv gewesen, sehr viel weniger einschneidend. Und das sage ich jetzt gar nicht nur in so einem Ach, schaut zurück auf die Große Koalition und wir schauen nach hinten, sondern auch nach vorne. Heute entscheiden wir natürlich darüber, mit dem, was wir tun, inwieweit Klimapolitik auch in Zukunft mehrheitsfähig sein wird, inwieweit sie auch in der Gesellschaft wirklich mit harten Einschnitten, Freiheitseinschränkungen, sozialen Folgen verbunden ist oder ob wir dem tatsächlich vorbeugen. Das wollte ich so ein bisschen einmal voraussetzen, weil es, glaube ich, den Modus
etwas anders sein muss in diesem Bereich, als wir in anderen Politikbereichen haben. Und jetzt zum Klimaschutz-Sofortprogramm. Also ich war auch ein bisschen überrascht, wenn es eine spannende Formulierung oder eine spannende Interpretation von Planwirtschaft mit den Sektorzielen. Ich glaube, das sind wir nicht. Aber wir müssen uns ja einmal überlegen, was steckt denn hinter dem Klimaschutz-Sofortprogramm und auch insgesamt in dem Klimagesetz. Und das ist natürlich, wenn ich das Ziel anlege von Klimaneutralität, das haben wir uns in Deutschland gegeben, bis 2045, dann wird jeder Sektor liefern müssen. Dann geht es nicht, dass der eine Sektor sagt, der Verkehr, ach, das macht die Landwirtschaft für uns, dass die Industrie sagt, ach, das machen die Gebäude, weil am Ende werden wir auf die Netto-Null kommen müssen. Und das heißt, natürlich geht es darum, dass wir in allen Sektoren liefern. Und da bin ich auch ganz klar, und das sind wir auch als Grüne ganz klar, das muss auch weiterhin Teil dieses Klimaschutzgesetzes sein. Denn sonst würden wir dazu führen, dass sich wieder einzelne Sektoren rauskaufen. Ich glaube, es war ein großer Fortschritt damals, dieses Klimaschutzgesetz. Ich habe an vielen wenig Teilen der Klimapolitik der Großen Koalition ein gutes gelassen, aber das war ein tatsächlicher Fortschritt, und den werden und sollten wir auch nicht aufgeben, jetzt als Ampelregierung. Und dann muss man sich ja überlegen, wozu ist dieses Klimaschutz-Sofortprogramm da? Und das ist ja der Gedanke zu sagen, da, wo wir es nicht geschafft haben, auf den Pfad zu kommen, um diese Klimaziele, also bis 2030 65% der Emissionen im Vergleich zu 1990 einzusparen, da muss nachgeliefert werden. Das haben jetzt manche Bereiche gemacht, Gebäude, Industrie, und der Verkehrsbereich hat es noch nicht gemacht. Und das heißt natürlich, jetzt ist der Verkehrsbereich dran und wird auch nachliefern müssen. Und da können wir über den ganz konkreten Weg gerne diskutieren. Ich glaube, es ist klar, wenn ich wenig Ordnungsrecht will, dann heißt es meistens, ich muss viel investieren. Also dann muss ich jetzt wirklich Geld in die Schiene investieren. Regionalisierungsmittel sind da ein Beispiel. Wenn ich wenig investieren will, also eher sparen will, dann brauche ich sehr klare Regeln. Dann brauche ich hartes Ordnungsrecht. Da können und da werden wir innerhalb der Regierung über den richtigen Weg auch noch miteinander handeln. Wir kommen von unterschiedlichen Richtungen. Aber was nicht funktionieren wird, ist das einfach zu sagen, Technologie wird das lösen. Denn das war in der Vergangenheit vor allem eine Verschiebung des Problems in die Zukunft. Das wird nicht reichen. Technologie wird Teil der Lösung sein, aber sie wird nicht der Ersatz für politische Lösungen sein. Ricarda Lang, ich höre Sie, allein mir fehlt ein bisschen der Glaube, als ich recherchiert habe, was passiert, wenn ein Teil der Regierung oder ein Ministerium das Klimaschutzgesetz nicht einhält, ist mein Fazit gewesen, es passiert gar nichts. Jetzt habe ich Sie den letzten Satz nicht so verstanden, aber ich glaube, es passiert gar nichts. Ich habe mal mit einem Kollegen recherchiert, was passiert, wenn die Regierung ihre eigenen Gesetze, also das Klimaschutzgesetz, was sie selber gemacht hat, nicht einhält. Dann muss sie nachbessern, und wenn sie dann nicht wirklich nachbessert, so wie wir es im Moment beim Verkehr erleben, weil der Minister nicht will oder weil er auf die Technologie langfristig setzt, aber er hat keine Maßnahmen, bei denen die Experten sagen, das wird wohl reichen. Als Konsequenz passiert aber schlicht und einfach gar nichts. Es wird nicht gar nichts passieren, und damit werden wir uns auch nicht zufrieden geben. Das können wir nicht. Was jetzt gerade tatsächlich ja die Debatte ist, sollte man die anderen Teile des Klimaschutz-Sofortprogramms jetzt gerade auch einfach noch vertagen, weil wir noch keine Lösung beim Verkehr gefunden haben, weil hier auch, das muss man zuerst sagen, das Verkehrsministerium noch nicht geliefert hat. Das fände ich nicht richtig, denn wir wissen ja, Zeit ist ein entscheidender Faktor, das heißt, bei diesen Punkten voranzukommen. Wo Sie tatsächlich recht haben, ist die Frage, das war auch eine, die wir in Koalitionsverhandlungen als Grüne immer wieder eingebracht haben, bräuchten wir nicht noch klarere Regelungen, was passiert, wenn diese Klimaziele nicht eingehalten werden. Wir hatten die Debatten um ein Klimaveto, wir hatten die Debatten um ein Klimavorbehalt. Manche Länder gehen da jetzt voran, zum Beispiel Berlin bringt sowas auf den Weg, dass Gesetze auch gestoppt werden können, wenn sie ganz offensichtlich von diesem Pfad wegführen. Ich fände das im Sinne einer Klimaschutzstrategie, und das haben ja auch meine Vorredner gesagt, die Klimapolitik nicht als einzelnes Thema unter vielen betrachtet, sondern als Thema, das sich von der Sicherheitspolitik zur Wirtschaftspolitik durchzieht, sehr, sehr sinnvoll, haben wir bisher noch nicht vereinbart. Das wäre die Frage, vielleicht kommen wir irgendwann auch gemeinsam noch mal zu einem noch besseren Klimaschutzgesetz. Aber natürlich werden wir uns damit nicht zufrieden geben, dass wir jetzt einfach dauerhaft sagen, der Verkehr liefert hier nicht. Das wird, denke ich, eine Auseinandersetzung in der Regierung auch sein innerhalb der nächsten Monate. Wir könnten, glaube ich, über dieses Thema noch lange weiter diskutieren. Ich würde es gerne ein bisschen weiten in Richtung des internationalen Signals, das wir im Moment in die Welt senden. Und dazu eine Frage von einer Zuhörerin, einem Zuhörer mit reinnehmen, einer Zuhörerin, Sabine Fiedmann, die fragt, wie können wir... Oder wir haben den Eindruck, oder sie hat den Eindruck, den ich durchaus teile, dass der Ukraine-Krieg in gewisser Weise schon auch herhalten muss für eine ganze Reihe an Rückschritten im Klimaschutz. Also es wird gesagt, wir müssen jetzt die Kohle hochfahren, weil, oder wir müssen, so wie der Bundeskanzler es zumindest signalisiert hat bei seiner Reise in den Senegal, die Förderung von fossilen Energien im Ausland
finanzieren oder unterstützen mit öffentlichen Mitteln wegen des Ukraine-Kriegs. Matthias Mirsch, was sagen Sie dazu? Also natürlich ist es erstmal vollkommen richtig, dass dieses Thema Ukraine auch neben der Frage des Klimaschutzes das Thema Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie wieder in den Fokus gerückt hat. Und all die Debatten, die wir in den letzten Jahren geführt haben, auch zum Beispiel in der sogenannten Kohlekommission, die den Kohleausstieg vorbereitet hat, waren immer davon auch geprägt, dass wir sozialpolitisch einen Blick auf die Energielage haben, aber auch wirtschaftspolitisch. Wir sehen jetzt, dass es massive Verwerfungen geben kann, wenn wir nicht gegensteuern. Beispielsweise, wenn wir sehen, was die Vereinigten Staaten in Amerika machen, wo wir 10-fach geringeren Energiepreise haben und gleichzeitig ein riesen Innovations-Billionen-Dollar-Paket, wo aktiv angeworben wird. Und wir müssen tierisch aufpassen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir die Expertinnenkommission zum Thema Energiepreisbremsen hatten, wo wir genau das gemacht haben, wo wir auch sagen müssen, wir müssen die Wirtschaft hier in Europa halten, sonst droht die Deindustrialisierung. Und deswegen ist das natürlich jetzt auch ein Thema, weil wir wie fast kein anderes Land, das kann man als Fehler im Nachhinein bezeichnen, von Gas als Brücke ausgegangen sind. Deswegen sind diese Themen jetzt massiv in den Vordergrund gerückt worden, einschließlich der Frage, LNG-Terminals, Bauzeiten und. Das alles wäre, sage ich mal, rückwärtsgewandt, wenn, und da würde ich der Leserin recht geben, wenn wir nicht gleichermaßen, und das ist der Anspruch, den Herr Stockmeier, Ricarda Lang eben hier auch alle ja mit nochmal betont haben, wenn wir nicht gleichzeitig auch das Neue jetzt massiv fördern und die Weichen stellen würden. Das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das sind aber auch die Themen um Effizienz und Einsparung. Darauf will ich auch einfach nochmal Riesenwert legen, weil wir häufig nur über Energiequellen reden und nicht über den Verbrauch. Auch da müssen wir jetzt ran. Und deswegen würde ich, liebe Frau Pinzler, auch nicht Ihr Urteil unterschreiben. Das Klimaschutzgesetz, die Ressorts, die da nicht liefern, da ist nie was passiert. Dieses Klimaschutzgesetz ist noch überhaupt nicht lange in Kraft. Das, was wir jetzt das erste Mal erleben, ist der Diskurs auch innerhalb der Regierung, wo wir einsparen können. Und deswegen kann das Verkehrsressort da jetzt nicht aus der Verantwortung gelassen werden, weil wir das erste Mal eigentlich den Diskurs, das andere war vor dem Wahlkampf mit einer großen Koalition. Jetzt erwarte ich von dieser Ampelkoalition auch angesichts dieser Beschlüsse, Stichwort LNG, Kohlekraftwerk in der Reserve, dass man die Aussagen des Klimaschutzgesetzes und die Bilanz, die wir in den einzelnen Sektoren haben, jetzt sehr, sehr ernst nimmt, damit wir glaubwürdig weiter den Pfad geben in Richtung Klimaschutz, trotz der zur Verfügung oder augenblicklich aktuellen Diskussionen, wie kriegen wir Versorgungssicherheit und auch Bezahlbarkeit für Wirtschaft und Verbraucherinnen gewährleistet. Das ist ein Spagat, aber ich glaube, es lässt sich machen, wenn wir glaubwürdig bei den Erneuerbaren und bei den Effizienzleistungen sind. Herr Stockmeier, sehen Sie die Gefahr, dass wir im Moment zu massiv in fossile Energien investieren und dann langfristig uns das beim Erreichen unserer Klimaziele schaden wird? Ich kann nachvollziehen, dass dieser Eindruck bei der Zuschauerin entstanden ist. Gleichzeitig ist es so, dass wir in der Ampel in diesem Jahr ja beides parallel gemacht haben, beides parallel machen mussten. Schnelle Krisenreaktionen, um den Einsturz der Gasbrücke, auf den sich ja alle im Koalitionsvertrag verständigt hatten, auf die Gasbrücke, um diesen Einsturz zu kompensieren. Und gleichzeitig haben wir im Sommer, wie Kollege Mirsch gesagt hat, das größte Paket zum Ausbau der Erneuerbaren verabschiedet, das es in diesem Land je gegeben hat. Mit anderen Worten, ich bin zuversichtlich, dass diese Krise, so tragisch quasi die Ursache dafür ist, dass diese Krise dazu beitragen wird, dass der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland vorankommt. Kollege Mirsch, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Und ich denke, Frau Lang, auch da sind wir beide einer Meinung, dass wir eben alles miteinander denken müssen, dass es nicht nur um den Ausbau der erneuerbaren Energien gehen muss, sondern gleichzeitig das Thema Energieeffizienz, jetzt kommt wieder das Zauberwort Technologie, ein unglaublich spannendes ist, in dem sich zurzeit beispielsweise im Bereich digitaler Steuerung von Gebäudeenergie unglaublich viel tut. Und selbstverständlich auch das Einsparen von Energie, wenn ich das mal so sagen darf, ja bei dem einen oder anderen sogar einen gewissen Ehrgeiz hervorrufen kann.
Dazu ist allerdings auch zu sagen, dass insbesondere weite Teile des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland sich ja schon vor Putins Angriff in einem hochpreisigen Energieumfeld bewegt haben. Mit anderen Worten, die sind schon sehr energieeffizient unterwegs. Da werden jetzt noch weitere Anstrengungen unternommen. Und vielleicht wird das ganze Thema Energieeffizienz, oder streichen wir das Wort vielleicht, ich denke, dass das ganze Thema Energieeffizienz auch mit deutscher Ingenieurskunst auch noch ein ziemlicher Exportschlager werden wird. Da habe ich jetzt eine Frage, bevor das hier zu ampelig harmonisch wird. fühlt die FDP sich nicht eigentlich ziemlich allein zu Hause, wenn in Deutschland der Ausbau der Erneuerbaren schon auch mit massiver staatlicher Subventionierung lange passiert ist, wenn die USA im Moment das weltweit größte Subventionsprogramm aufbauen? Sie haben immer gesagt, das macht der Markt. Der Markt scheint das alleine ja dann doch nicht ganz hinzukriegen. Wir haben als FDP dafür gesorgt, dass das Osterpaket, das dann im Sommer verabschiedet wurde, dass das die stärksten marktwirtschaftlichen Anreize beinhaltet, die es je beim Ausbau der Erneuerbaren gab. Na, und den Vergleich, ist die Fördermenge den, so hoch wie noch. Den Vergleich mit den USA, den würde ich mit Vorsicht genießen, weil sie auch fiskalisch über eine ganz andere Macht verfügen und übrigens auch die USA darauf achten werden müssen, dass ihnen ihre Staatsfinanzen nicht irgendwann zu sehr instabil geraten. Also das heißt, das, was dort an Subventionen gezahlt wird, das ist nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragbar. Mal abgesehen davon, dass wir uns ja sowieso im Rahmen der Europäischen Union bewegen und mit den entsprechenden Programmen der Europäischen Union ja da auch noch einiges aufs Gleis gesetzt ist. Also den Blick auf die USA, den müssen wir differenzieren. Ich würde hier gerne einen Cut machen. Unsere Zeit läuft leider schon aus, wie das immer bei diesen Veranstaltungen so ist. Man hat noch so viel zu besprechen, würde gerne noch über so viel reden. Ich muss natürlich über die Gaspreisbremse reden, die den einen zu teuer ist, den anderen zu langsam und den dritten, na, ich weiß gar nicht, ob sie irgendjemand überhaupt richtig findet. Ich finde sie richtig. Sie finden sie richtig? Nein, also natürlich ist das in den Details ist das eine unglaublich komplexe Frage, das ist klar. Und es ist nicht die perfekte Lösung. Wir haben immer gesagt, als Grüne sehr starken Fokus auf die Zielgerichtetheit gelegt bei diesen Entlastungsmaßnahmen. Also ganz klar mit dem Ziel, diejenigen, die es am stärksten trifft, das sind insbesondere Menschen mit kleinen Einkommen, wir reden aber da bis rein in die untere, mittlere Mittelschicht, die müssen am stärksten entlastet werden und da soll das Geld hinfließen. Jetzt haben wir natürlich eine Gaspreisbremse, das heißt erstmal, ich mache das für alle. Es gibt Möglichkeiten, da zielgerichtete Aspekte reinzubringen, zum Beispiel, wenn es steuerlich über die Steuer angerechnet wird. Das ist jetzt gerade in der Planung, ab 70.000 Euro zu sagen, dann wird es auf die Steuer angerechnet. Dadurch hat man so ein Gerechtigkeitsmomentum drin. Aber natürlich ist es nicht perfekt zielgerichtet. Wenn ich jetzt aber vor der Entscheidung stehe, am besten wäre eine Gaspreisbremse, die nach Einkommen, Haushaltsgröße, wie effizient ist die Wohnung, ganz gezielt unterstützt. Die habe ich allerfrühestens wahrscheinlich nächstes Jahr im September und ziemlich wahrscheinlich eher in 5 Jahren. Wenn ich die Entscheidung habe, lasse ich es dann, mache ich es nicht und lasse damit auch die Leute im Stich, die wirklich dieses Geld brauchen, oder mache ich es mit einer nicht ganz perfekten Lösung, wo vielleicht auch ein paar was bekommen, die es nicht brauchen, dann bin ich ganz klar bei der zweiten Sicht. Denn es geht jetzt hier natürlich darum, schnell zu handeln. Und ich glaube, es ist ganz klar, wir können die Menschen mit diesen Gaspreisen nicht allein lassen. Wir brauchen Sparanreize. Deshalb sagen wir auch nur 80% vom Vorjahresverbrauch und nicht einfach den kompletten Verbrauch. Das fände ich falsch. Jetzt damit zu sagen, wir subventionieren alles, was verbraucht wird. Es braucht einen Sparanreiz. Ich muss aber auch sagen, gerade wenn ich auf Menschen mit kleinen Einkommen komme, die sparen gerade schon. Also das sind diese Preise, da ist der Sparanreiz da. Es braucht die Effizienzfragen, aber der Weg muss erstmal sein, die Leute jetzt durch den Winter zu bringen, ohne eine Armutswelle in Kauf zu nehmen. Herr Stockmeier, wenn Sie nicht in der Regierung wären, Herr Misch, ich nehme Sie gleich dran, aber vielleicht ganz kurz zu Herrn Stockmeier, wenn Sie nicht in der Regierung wären, sondern in der Opposition, würden Sie dem Ganzen zustimmen, in der Form, in der es jetzt diskutiert wird? Ich möchte nicht darüber spekulieren, dass wir nicht in der Regierung wären, weil wir in der Regierung sind. Die Vorschläge der Gaspreiskommission sind sehr gut. Das stellt eine ganz wichtige Beratungsgrundlage dar. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung gelungen, weil wir ja diese Balance finden müssen, andererseits die hohen Gaspreise für die Menschen im Land zu dämpfen. Ich spreche ungern von Entlastungen. Entlastung suggeriert, es würde so leicht werden wie vorher. Das ist es nicht. Das spüren die Leute. Darauf reagieren sie auch schon, indem ja auch die privaten Haushalte mittlerweile die Gasverbräuche reduzieren. Dafür können wir allen nur danken.
Und ich bin übrigens ganz bei Ricarda Lang, wenn sie darauf hinweist, dass gerade Einkommen, dass gerade Haushalte mit einem mittleren und niedrigen Einkommen bisher auch oft schon diejenigen waren, die mit Energie sehr, sehr sparsam umgegangen sind. Also insofern muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, mit wem man, auf wen man da mit dem Finger zeigt. Diese Vorschläge sind ein guter Aufschlag und die Regierung wird jetzt schnell das so ausarbeiten, dass es dann durch den Bundestag durchkommen kann. Matthias Mirsch, Sie muss doch der Vorwurf, dass das Ganze nicht wirklich gerecht ist, am meisten treffen als Sozialdemokraten. Also als erstes habe ich ja auch mehrere Nächte jetzt mit den Expertinnen zusammen verbracht, weil ich als beratendes Mitglied in der Kommission mitgewirkt habe und gesehen habe, auch wie unterschiedlich die Herangehensweisen waren. Also Stichwort Einsparung, dann die Gerechtigkeitsmomente. Und am Ende, sage ich ganz bewusst, bin ich sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, hier belastbare Vorschläge zu bringen, die Sicherheit geben. Und zwar in weiten Teilen der Bevölkerung die Angst und Sorgen zu nehmen, es ist eine Überforderung. Dass hier ein systematischer Eingriff in den Markt erfolgt, halte ich für essentiell, im Übrigen auch gegenüber der Industrie und der Wirtschaft, weil wir gesehen haben, dass auch hier viele, viele Überforderungen sind. Und dann gibt es natürlich genau die Debatten, wenn man schnell eine Lösung haben will, die breit wirkt, wird es immer Ungerechtigkeiten geben. Die kann ich im Moment nicht komplett ausschließen. Der Besteuerungsgedanke ist ein richtiger, finde ich, der auch bei der Kommission jetzt bei 75.000 Euro ansetzt, sodass es auch da nochmal eine Gerechtigkeitskomponente gibt. Aber ich bin mit meinem Denken jedenfalls nicht. Alle sind auf dem Stand, das heißt über 75.000. Also das ist so praktisch die Hilfen als Steuerwerter steuerlich berücksichtigt werden müssen, sodass es ein geldwerter Vorteil ist, der dann ab einem Einkommen von 75.000 Euro zu besteuern ist. Das ist der Vorschlag im Moment der Kommission. Und ich gehe darüber hinaus und sage, wenn wir machen ja jetzt diese Bremse von März 23 bis April 24 wahrscheinlich, wenn wir die Versorger in die Lage versetzen können dazwischen, dann können wir Daten zu erheben, dann können wir auch spätestens für den Winter 23, 24 noch differenzieren, was sich hinter einem Anschluss verbirgt. Denn das ist das Problem, dass die Versorger darüber keine Kenntnis haben, ob es die berühmte Villa mit Pool ist oder ein Mehrfamilienhaus. Diese Daten können wir, glaube ich, in den nächsten Monaten zur Verfügung stellen, auch durch gegebenenfalls bestehende Informationspflichten, die wir dann haben, sodass das System gerechter werden kann. Aber wichtig ist, dass wir jetzt in den nächsten Wochen den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen Sicherheit bieten. Das war lange Zeit, viele Monate umstritten. Ich habe immer dafür gekämpft, dass es diese systemischen Eingriffe gibt und ich bin froh, dass wir sie jetzt auch auf den Weg bringen werden. Noch eine kurze Nachfrage. Das heißt, wenn wir tatsächlich im nächsten Winter sowas nochmal brauchen würden, dann würden Sie sagen, sind die Systeme da, die eine durchaus gerechtere Verteilung des Ganzen möglich machen? Also erstens, durch diese steuerliche Komponente, glaube ich, gibt es schon einen großen Teil an Gerechtigkeit. Aber wir werden über eine Obergrenze der Förderung zum Beispiel reden müssen. Und ich gehe davon aus, und die Kommission hat ja ganz bewusst den Zeitraum bis April 24 gewählt, weil wir bis dato auch von einer Krisensituation weiter ausgehen. Natürlich sind viele Unbekannte auf dem Weg. Es kann immer wieder gegengesteuert werden. Aber nach den Informationen der Versorger gehe ich davon aus, dass wir sehr wohl im Laufe der nächsten Monate die Versorger in die Lage versetzen können, sehr genau zu wissen, wer sich hinter einem Anschluss verbirgt und dann mit entsprechenden Datenmaterialien auch noch zielgenauer und gerechter zu steuern. Ja, und damit läuft unsere Zeit schon aus. Wir haben noch genau die 46 Sekunden, die benutze ich jetzt dazu, um mich bei allen dreien ganz herzlich zu bedanken, mich dafür zu entschuldigen, dass ich eine Menge Fragen nicht gestellt habe, Sie eine ganze Reihe an Antworten nicht geben durften. Trotzdem bin ich froh, dass Sie da waren, dass wir kurz über die Klimapolitik reden konnten, dass wir bei der Gaspreisbremse von Ihnen erklärt bekommen haben, was Sie davon halten. Ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, wir werden diese Konversation fortführen. Hoffentlich auch mit Ihnen. Danke, dass Sie dabei waren.